muss man jetzt einmal ganz ehrlich sagen, die wurden von Untoten, also von irgendwelchen gefiederten Untoten überrannt. Sind fast alle kläglich draufgegangen. Dem fehlt euch gleich irgendein Workshop. Und dem fehlen dann die Stoffe. Dem fehlt gleich alles. Wenn ein Clossier jetzt hier. Der wollen mich doch jetzt veräppeln. Clossier, welcher ist das jetzt hier? Du hier, Strange Mood. Ja. Du wirst dir jetzt keinen vernünftigen Workshop raussuchen, wahrscheinlich. Du wirst. Ja. Ich kann jetzt einen Clossier-Workshop dahin bauen. Das kann ich gerne machen. So. Aber wir haben nichts, was du darin machen könntest. Ich möchte das einmal feststellen. Wir haben keine Stoffe. So, jetzt haben wir den Workshop. Da kommt er. So, ja, er hat seinen Workshop sich geschnappt. Er läuft los. Er holt was. Vielleicht hat er irgendwo eine Socke oder so gefunden, aus der er jetzt was Tolles machen kann. Wir hoffen einfach mal das Beste. Er ist ja erstmal weg. Er ist sehr lange weg. Und was Drowsy heißt, weiß ich wahrscheinlich zum Glück nicht. So, er hat Stoff gefunden. Weiß nicht woher, aber ja. Ah, das was. Haben wir was. Hatten wir Sweat oder Kloss mitgenommen wegen dem Krankenhaus? Wegen Verbände und so weiter? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wird noch mehr Stoff gefunden. Der Geist läuft durch die Wand. Was sagen denn unsere Slabs? Sind die da? Der erste Slab scheint da zu sein. Und wo läufst du jetzt hin? Ich glaube, der holt sich. Okay, da hat jemand das. Er hat angefangen zu arbeiten, das ist super. Und hier müssten wir jetzt sagen. Moment. Ah, boah, wo war dieses Engraven von diesen komischen Slabs? Boah, die Liste ist mal so lang hier. Alt-S. Ghost, ja. Sind das alle, die gestorben sind? Kann das? Es kann ernsthaft sein, ne? Das ist eine harte Liste. Engrave das mal. Und zwar, mach das mal als erstes. Wo packen wir denn die Erinnerungsschatzsteine hin? Draußen? Mal draußen, die ganze Mauer entlang, überall Erinnerungstafeln an all die Gefallenen. Das ist ein Cheat. Das ist so ein Mist. So, wie war das jetzt nochmal? Jetzt B, Alt S. Dann kann ich sogar ein Slab bauen. Mach ich das jetzt hier draußen? Ich kann das hier an der Mauer machen. Ich mache das hier an der Mauer entlang. Da kommt jetzt hier ein großer. Und dann kommen alle Händler, die kommen, sehen dann sofort, oh, den Leuten hier geht es nicht so gut. Ne, hier ist jetzt noch nichts. Da steht nicht bei, dass das der Slab von mir ist. Also wird er noch. Warten wir kurz. Auf die paar Minuten kommt es den Geist jetzt auch nicht an. Wir brauchen immer noch beim Mason nicht nur die Slabs, wir brauchen noch Türen. Wir brauchen zwei Türen sogar. Dann brauchen wir noch Stühle. Und dann haben wir erst einmal, glaube ich, das Grundbüro für unseren Manager fertig. Dann können wir damit arbeiten. Unsere Sau hat noch ein Kind gekriegt. Das ist super. Was haben wir jetzt? Das ist geschlechtslos. Steht nämlich bei den Kindern nicht bei. Ich hoffe mal, dass eins. Wir müssen eigentlich zwei Piglets haben. Ein Piglet. Sau, Sau. Ich hoffe mal, dass das Piglet, das wir haben, jetzt danach ein Eber ist. Damit unsere Schweinezucht nicht endgültig den Bach runtergeht. Der Tod wandert schon wieder rum. Dü-düm.
Okay, so. Das sind Leute, die böse, böse sind, die zu viele sind für die Fallen, die wir haben, möchte ich auch nochmal anmerken, für die wir Bow aktivieren. Euch habe ich vergessen, überhaupt ins Training zu schicken, das ist viel schlimmer. So, und dann war W, war das Bobo. Da ist das ja alles noch drin. Das müssen wir eigentlich rausnehmen. Bow 1. Den Gang müssen wir rausnehmen. Bis hier. So. Dann gehen wir mal unten gucken. Das ist alles drinne, das ist drinne. Also alles, was wir, das alles wenige, was wir haben, ist drinne. Okay, Bowo steht. MA, Bowo ist aktiv, Militär ist aktiv. Dann, warte mal. Das Bowo habe ich bis da gemacht. Ne? Lass das Bowo mal noch ein Live weitermachen, so bis hier. Und dann BX, wir haben keine Floodgates, ne? Nein. B, Shift C, W. Strengt euch mal an, baut da mal schnell eine Mauer. Und SA. Soll ich das Militär hier oben haben? Nee, ich packe das Militär nach unten. Dann ist das, wartet es hier. So, stationiert euch mal hier. Und hier oben einmal noch schnell die Hebel drücken. Achso, du bist Bitch. Ja, nur eine. Was hast du hier jetzt? Ein Pigtail-Shirt. Super. Das brauchen wir jetzt. Kommen wir bitte alle schnell rein. Das war doch die Brücke. Wurden die getestet, ne? Nee, ich habe den Hebel nur gemacht. Ich habe die Brücke nie angeschlossen. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Oh. Könnt ihr einmal bitte die Mauer bauen? Könnt ihr die Mauer bauen? Eine. Baut! Schneller! Die sind schon hier! Du mit deinem dämlichen Wassertopf! Da kommt ein Stein, da kommt ein Stein, da kommt ein Stein. Okay. Tschüss, Tiere. Ach. Okay. Ah. Und nun? Was machen wir jetzt? Scheiße. Okay. Wir sind eingesperrt und haben das Problem einfach. Dass wir. Ich glaube, Samen, die haben wir. Seeds. Wir haben die möglichen Samen, dass wir kochen könnten. Warum seid ihr denn jetzt nicht hier? So, hier. Das kann gekocht werden. Die Pigtails dürfen nicht verkocht werden. Die Plantains nicht. Reis dürft ihr natürlich kochen, Sweetbots natürlich nicht. Und das könnt ihr auch verkochen. Mensch, verkocht das doch ruhig, ist doch egal. Trinken haben wir, alles ist gut.
Also, wir haben Essen, wir haben Trinken. Noch. Wir haben Samen. Wir können irgendwann mit einer Dings anfangen. Ach, deswegen kam da unten Erde her. Die haben den Rest hier noch geflutet. Also in der Hoffnung, dass jetzt mehr Wasser kommt. Was es irgendwie nicht wirklich tut. Wir können niemandem Wasser geben. Wir haben keine Water Source. Weil zu viele Untote draußen vor dem Tor oder der Mauer, wie auch immer, stehen. Das sind aber auch ganz schön viele. Zieht ja, die ziehen bestimmt einfach weiter. Die tun uns gar nichts. Die sind einmal hier rein, haben alle Tiere umgebracht. Jetzt wandern sie nach da oben hoffentlich weg und lassen uns in Ruhe. So, uns gibt es gar nicht. Und wenn das wirklich so passieren sollte, wäre das voll cool. Der Weg, den sie gehen müssen, ist noch ein bisschen weit. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kann halt unten nicht aufmachen. Ja, die Tiere werden seit einer Woche vermisst. Das ist kein Wunder. Die wurden gerade niedergeschlachtet. Ach, ist das Mist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir diesen Gang hier nie voll kriegen werden. So, hier oben wird noch gearbeitet, ne? So. Daran nicht mehr. Gut, dann können wir den Workshop auch abreißen. Dann braucht den auch keiner mehr. Hier unten haben wir jetzt den Wood Furnace fertig. Das heißt, wir können jetzt hier schön von... Achso, da gibt es keinen Kürzel für. Ja, mach mal auf Wiederholung bis alle. Haben wir jetzt Tür? Wir haben noch keine Türen. Haben wir Stuhl? Wir haben auch noch keinen Stuhl. Also Stühle, wir haben jetzt die Slabs hier gerade fertig. Mensch, das ist... Ich bin gerade so viel zu tun und so viele Untote und das liegt mir alles gar nicht. Brauchen wir einen Armor Stand und Weaponwerk brauchen wir bestimmt auch noch, ne? Weaponwerk? W, okay. Bauen tut man es mit R. Das ist immer das Verwirrende. So, okay. Das funktioniert. Wir haben jetzt eine Schmiede. Und wir haben den Smelter. Wir brauchen einen zweiten Smelter, ne? Weil... Es müsste ja erstmal die Kohle hergestellt werden. Und es müsste ja auch noch nachher das Erz geschmolzen werden. Ich sag's nochmal, wir können immerhin fast alles aus Marble bauen, ne? Ne, die ziehen doch nicht ab. Das könnte ein Problem werden. Wir könnten so lange warten, bis wir hier unten den Gang mit Fallen bestücken konnten und sie dann reinlassen. Dann bleiben die hier oben im Gang in den ganzen Fallen hängen. Wäre eine Option. Wir können das Militär erstmal wieder freilassen. Ihr braucht da jetzt nicht warten, weil da passiert ist gerade eh nichts. Ich hätte immer noch gerne eigentlich eine Water Source. Aber da kommen wir auch nicht ran. Na, was habt ihr vor? Ach, das ist doch alles. Hauen sie einfach ab. Ja, so ist brav. Tschüss, geht ruhig. Oder diese gehen gleich unten in unseren Wassertunnel. Und stehen dann da. Ja, ihr seid dehydriert. Könnt ihr keinen Alkohol trinken? Das haben wir noch. Wenn auch nicht mehr viel, wie ich gerade mal wieder feststelle. Oh. A, B, R. So. Das
Genau, so, mach Essen. Essen und Trinken. Das will der auch nicht, ne? Der Mason will nicht, der Carpenter, ne, der Crafts Dwarf, so, der will nicht arbeiten. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? 5 Soldaten, keine Aktivität. Ach, das sind die, die aktiv sein sollten, aber wir haben noch keine Kaserne. Sind sehr schlecht ausgerüstete Zwerge. Aber es geht aktuell nicht anders. Wir haben halt nichts. So, hier, da kommen jetzt die Türen rein. Wir machen den Manager fertig. Der Manager kann schon mal sein Schlafzimmer kriegen. Manager. Manager hat ein Schlafzimmer. Du brauchst das Office. Office kriegen wir noch hin. Wenn wir den Stuhl haben. Wir brauchen einen Stuhl. Haben wir noch nicht. Ohne Stuhl kein Büro. 14 Eidler. Wer ist denn alles Eidler? Zum Beispiel, keine Ahnung. Wie kann ich euch beschäftigen? Gar nicht, ne? Ich kann euch nicht beschäftigen. Wir haben nichts, um euch zu beschäftigen. So, einmal einen Stuhl. So, kann ich da mal kurz einer jemanden einen Stuhl hintragen? Die werden alle oben eingelagert, ne? Weil, nee, doch, oder? Wo hat er den Stuhl? Ist egal. Ist mir egal, wo er den Stuhl hergeholt hat. So, Stuhl zuweisen an auch unseren Manager. Das heißt, jetzt haben wir einen glücklichen, zufriedenen Manager. Das heißt, mit UMQ können wir jetzt arbeiten. Vernünftig auch arbeiten. Wir brauchen noch eigentlich brauchen wir noch den Bookkeeper. Wir müssen noch die ganzen Sachen zählen. Das wird alles Mist.